Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect Heist 2. Heute in Berlin und mit allen und Dalu. Hallo, Dalu. Hallo. 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 Na, Christian, wolltest du auch den Pickpocket nehmen? Nee, ich klicke gerade nur so ein bisschen rum und guck die durch. Okay, pass auf. Meine Idee ist, ich nehme den Pickpocket, weil ich kann dafür sorgen, dass die dann ihre Fähigkeit verlieren und immer zurück zum Cop kommen müssen. Auch gut. Und ich kann 5000 klauen, ohne dass ich eine Bag habe, was halt auch nicht so schlecht ist. Also bei den Juwelen vor allem ganz gut ist draußen, glaube ich. Ich würde den Ninja spielen, weil im Underground kann man sich damit gut verstecken. Es gibt so viele Klassen, die irgendwie so useless sind. Ich werde den Micro machen, weil die Map relativ groß ist, hoffe ich, und mach Quatsch. Ah, das ist gut. Ich try mal den. What? Der hat Thermal Vision, vielleicht sehe ich dann. Den habe ich nie wirklich groß gespielt und verstanden. Ich will den mal spielen. Ich glaube, dann würde ich den Fat Officer spielen. Der ist auch immer gut. Um das Geld wegzumachen, aber der hat auch eine schlechte Waffe. Ja, aber es gibt eine gute Waffe. Ja, die geht eigentlich. Und in der U-Bahn gibt es eine Waffe, die kann ich mir direkt holen. Ja, dann nehme ich den Mechanic, aber ich gehe davon aus, die machen eh wieder zu. Boah, als ob die jetzt hier 8000 Runden... Drei Vaults. Ich glaube, die können nur drei zumachen und dann könnten wir einfach nochmal eine sprengen und dann hätten wir wieder... Ja, dann muss ich aber direkt anfangen zu sprengen. Normalerweise dauert das immer ein bisschen. Ich gehe mal direkt runter in Underground. Einer ist direkt Erdgeschoss. Oh mein Gott. Ja, ja. Warte mal, ich mache für euch mal direkt die Fenster auf. Und da kommt schon einer. Mal wieder checken. Ich frage mich ja immer, ob ich den beiden einfach hier jetzt denn? Eine Kugel in den Kopf schießen sollte. Ja. Granatwerfer. Ich habe schon einen beklaut. Der muss schon zum Kopfgang gehen, weil ich den 5000 geklaut habe. Einer ist unten. Einer ist unten im Underground. Oh, die Leben sind, glaube ich, falsch, by the way, Sepp. Oh, warte mal. Oh ja. Was ist da denn los? Also. Irgendwie stellt er das immer hoch. Immer. Ja, gut, die kann ich leider auch nicht runterstellen jetzt in der laufenden Runde. Ja, dann müssen wir neu starten. Ist das. Nee, hä? Ability Godstone? Och, Mann. Lol. Alter, Christian, was war das denn? Ist ja. Wir können es doch einfach so spielen, oder? Wie hoch ist die Chance, dass wir jetzt auf Leben. So viel gehen? Leben? Ja, wir werden ja nicht die random killen. Können die den Raketenwerfer beschlagnahmen hier? Ja, tut mir das leid. Was hast du gemacht? Ich hab einfach rumgeballert. Und dann hat er mich erschossen. Du kriegst ja einen Instant einfach immer. Ich dachte, wir starten neu. Feuer wieder irgendwo. Echt, Tresor sind gleich Feueralarm, auf. Feueralarm. Einer ist hier unten im Underground. Ah, du bist da? Ja. Okay, nice. Ey, ist ja auch noch so ein riesiges Teil. Toll. Wieso sind hier Ölfässer? Wahrscheinlich vor zum unserer... Explodieren oder so. Ja, vor unserer Dingens. Die Bude, die Bude. Einer ist immer noch hier unten. Einer ist hier unten bei dem anderen Vault. Einer ist direkt immer noch unten. Ich hab ihn wieder beklaut. Erdgeschoss. Einer ist bei mir und hat einen Sass. Erdgeschoss bleibt die ganze Zeit hier beim Vault. Das finde ich nicht gut. Geh mal weg. Ja, geht jetzt hoch. Sehr gut. Aber einer bleibt die ganze Zeit hier bei mir. Okay, ist weg bei mir. Der untere Vault ist offen. Nein, da, du. Die machen die auch immer wieder neu an. Ne, jetzt machen sie es oben an, ich mach's aus. Talu, Alter, ey. Mann, das funktioniert einmal, wenn man das doch weiß. Talu, ey. Lol. Oh. Feuer. Unten hier ist jetzt offen. Verstehe ich nicht. Boah, ich kann den nicht ist. Schon wieder beklauen, das ist ja interessant. Er hat gesehen, dass der untere Vault offen ist, nur zur Info. Einer hier bei mir unten immer noch. Peng gemacht. Einer immer noch bei mir hier unten. Selbst soll ich mal zu dir kommen und den beklauen, in der Hoffnung, dass der dann geht? Die Lobby halte ich noch. Jetzt habe ich schon wieder meine Ability gestohlen. Gestohlen. Aber nervig hier. Ich weiß es nicht.
Das ist auf jeden Fall sehr räudig, dass der hier das alles bekämpft. Unten ist einer im Erdgeschoss. Wo ist denn der zweite? Ja, die ganze Zeit hier unten. Der zweite? Achso, bei Sepp. Was machen wir denn dagegen? Da unten ist immer noch einer, hat das Feuer angemacht. Das heißt, der eine ist hier bei uns in der Bank im Erdgeschoss oder rennt jetzt gerade... Ne, ist hinten rausgesprungen, Peter. Also bei mir ist er weg. Alles cool. War ich nicht? Ich war's. Okay, der hat sich wieder geresettet, der Cop. Dem hatte ich ja seine Fähigkeit. Okay, Bram hat mit dem Raketenwerfer auf mich geschossen, holy shit. Oh, hier ist einer. Na, kill ihn. Ach, weg die Sau. Nice. Nimm ich das Geld mal mit. Gerne, ne? Mal wissen, was mein... Lol. Hier gerade angemacht vor meiner Nase. Nimmst du die Geld mal mit? Scheiße, Alter. Alter, das kann doch nicht sein, dass einer die ganze Zeit da unten ist. Ey, was soll ich denn das? Ja, jetzt bin ich unten angekommen. Wo ist denn der? Ja, da unten bei dem Geld. Da unten in dem Raum. Andere Seite, links. Kann natürlich sein, dass er jetzt weg ist, weil er mich getötet hat. Zweite Vault oben ist offen. Das geht ab unten bei dir. Hier unten war gar nicht so viel. Da hat er gerade dieses Gepiepe. Lol, das ist hier. Ist mir auch noch offen. Beide Tresore sind jetzt offen. Das gibt's doch nicht. Weil du kannst von da aus halt in den Vault rein über einen Lüftungsschacht. Ah, okay. Dann hole ich einfach mal die 7000, wa? Läuft jetzt schlecht. Wieder runter in die Lobby. Wie kommen wir jetzt noch an Kohle? Also hier oben ist noch Juwelen. Ach, der hatte die Vault sollte offen Juwelen sein. Juwelen ist immer schrecklich. Hier oben ist jetzt der SWAT-Typ. Das ist gerade hier bei mir. Bin ich. Nochmal sicherheitshalber. Leute, ich habe das Geld aber damit verloren. Das war Fake-Geld. Beide, ne? Hier bei mir. Einer geht. Beide gehen jetzt runter. Oh ja, dann haben die den, der das Geld einsammelt. Oh Gott. Beide kommen in die Lobby? Ja. Einer auf jeden Fall. Der zweite weiß ich nicht. Ja, der eine hat das Geld weggebracht. Ich habe nochmal 5.000. Ja, wir brauchen 80. Und Christian, der hat einfach dich weggemacht. Ja. Ja, hier oben. Ab Christian wieder. Schön. Okay, dann, wie kann ich dich unterstützen? Ich habe bisher 18.000 geholt. Was können wir machen? Ich hole jetzt gleich die Juwelen hier draußen, aber... Ja, die rennen da drin halt rum. Die Juwelen draußen bringen halt nicht viel. Ich habe gerade den Kopf zum dritten Mal... Ist doch mal was. Ja, vor allem, die blöde Tante kann ja immer das Geld wieder klauen, was wir irgendwie verloren haben. Ja, stimmt, wo haben die das richtige Geld hingelegt? Ja, weiß nicht. Aber das war nicht genug, dass ihr das jetzt schaffen würdet damit. Oh, die kommt da, Lu, hinter dir. Der Lobby. Ja, also da. Mann, der hat schon wieder meine Ability gestohlen, der Keck. Was ist denn die ganze Zeit? Heißt, beide sind in der Lobby oder was? Ja, glaub schon. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Da. Nee, die geht auf der anderen Seite raus. Oh, okay. Schöne Boote, schöne Boote. Oh, schön. Swim, swim, ja, die kommt. Swim, swim. Sie habt jetzt noch 1,46. Ja, dann wird eng. Ich kann immer nur so Kleinstbeträge machen. Er muss halt Taschen nehmen. Ist der auf dich? Geschossen hier, ja. Wer war das? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, genau. Sie kommt nicht mal gucken, Dalu. Aber der andere kommt. Guck mal, der wird so blind sein, ich gehe einfach mit back. Ja, der sieht. Da! Der schießt auf dich, Alter! Renn! Ich dachte, vielleicht. Ach, scheiße. Ja, der stand genau hinter dir. Heil dich mal beim Dingens. Heil dich mal beim Dingens. Ich heil mich, der hat mich auf dem Weg zum Polizeiauto. Lol! Peter, läuft hier einfach mit Geld rum. Dann. Wo ist das Geld? Da. Aber wo bringen die es hin? Das ist jetzt wichtig. Ja, kannst ja gucken. Wahrscheinlich in den Tresor, oder? Der geht jetzt Haupt rein. Geh mal in die Lobby, in den Seiteneingang. Achso. Er bringt das in den Tresor. Nee, der geht hoch. Hoch. Ah, oben gibt's noch einen kleinen Raum. Oben rechts gibt's einen kleinen Raum. Um jedes bisschen Knete zählt. Ja. Bring doch mal einfach in irgendeinen Tresor rein.
So, jetzt haben wir wieder Dalu-Cake. Jetzt haben wir Dalu-Cake, ja. Bin ich? Ob die mich sehen, wenn ich einfach als Kleiner reingehe? Oh, gute Frage. Ich gehe einfach rein. Sollen. Oh, du bist ultra langsam. Dauert ein bisschen. Alter. Ich gehe einfach jetzt in so schnell, wie du kannst. Ich glaube, der sieht dich. Dalu! Was? Nice! Den hast du Alter, Bram, voll OP, ey. Als wenn du da so klein an mir vorbeiläufst, Alter. Geil. Wollen einfach mal gucken. Nice. Mega. Oh, schön. Schade. Wurde es erkannt, Dalu. Warst klein, aber trotzdem erkannt. War knapp. Ach, herrlich. Alter, wer war die ganze Zeit diese Nervensäge mit dem Ability-Clown? Alter, war das nervig. Ich bin aber richtig gut drauf. Oh, das boah, ich dachte, war die ganze Zeit unten, aber das ist nicht dein Ernst. Weg. Ja, das war richtig. Ich habe mir schon gedacht, dass das dir voll auf die Klöten geht. Woher weißt du das? Hast du die Einstellung wieder geändert? Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt solltet ihr auch weniger Leben haben. Ihr hattet wieder sehr viel Leben, aber das war ja vollkommen irrelevant. Das immer umstellt. Also ich gebe euch jetzt wieder Wallhack. Ich habe auch nicht gecheckt, dass wir zwei offene Walls hatten, die nicht zugemacht haben. Nee, die hatten ja die Managerin nicht, Peter. Ja, okay, dann hätten wir ja besser zusammenarbeiten können. Ja, wir haben einfach nicht gut zusammengearbeitet. Okay, dann lass noch mal genau das Gleiche probieren. Ja, nicht ganz, ich nehme nicht den Micro, ne? Das war... Weil der Thermal Vision, der war echt cool, ich spiele noch mal. Flash Launcher blinds everyone nearby. Das ist ja auch eine interessante Sache. Dann gehe ich tatsächlich noch mal mit dem Fat Agent und gehe mir noch mal direkt am Anfang den Raketenwerfer holen. Und ich mache jetzt nicht... Ich muss mal davon aus, wenn die Klassen wechseln, wenn die jetzt den Vault zumachen können. Ja, dann müssen wir halt die Vault Frau killen. Das ist dann halt so. Ich nehme dann den Joker. Ich muss derjenige sein, der reingeht und euch das Geld gibt und mich abschießen lässt. Und flash me, baby. One more time. Ja, ich flash dich. Warum bist du? Ja. Boah, Alter, ich sehe gar nichts. Alter, wie lange? Okay. Okay. Und du schmeißt das dann raus? Ja. Und ich nehme das dann mit, weil ich kann Silent. Aber dafür muss das erstmal, müssen die Vaults offen sein. Einer läuft direkt in den Untergrund und ist der diese... Der holt sich einen Raketenwerfer. Der ist der das Geld wegbringen kann. Ja, und der andere ist wieder der Polizist. Ist jetzt erste Etage. Das heißt, keiner kann die Vaults schließen. Nice. Schon wieder einer direkt Fenster kaputt. Schon mal Geld weg. Mach mal ein bisschen Türen anhingen und dann werde ich mich zu den Vaults begeben. Ja, ich wollte gerade fragen, wie kann man denn... Ich mach mal überall erstmal Fenster auf. Wer von uns kann die Vaults machen? So hinter dir ist einer, Sepp, nicht mehr schießen. So. Ich habe nochmal den Raketenwerfer geholt. Unsere Gegner brauchen den ja nicht. Der Tür war ich. Oh, fuck, Alter. Tür war ich. Direkt ein Sass auf einen. Was nicht? Ich mach das nicht. Wir haben VIP. Okay. Wo sind beide gerade? Einer ist hier draußen. Einer ist hier bei uns. Andere Person weiß ich nicht. Stimmt, der hat gehört, wie die Fenster aufgegangen sind, ne? Ja. Ich glaube, der ist aufs Dach gegangen. Ich habe die Managerin vergiftet. Die stirbt gleich. Das heißt, wir haben gleich Wallhack. Einer ist auf dem Dach. Disable mal die Kameras. Töten sie gerade. Der ist vergiftet. Der stirbt gerade einfach. Hä? Was soll man denn dagegen tun können? Dann ist er tot. Hä? Nice, vergiftet Dalu. Da ist er tot. Ich mach überall die Fenster auf. Wenn ihr wissen wollt, wo sie sind, kann ich es euch sagen. Oh, unten die Tür schon anhinscht, ja, mega. Ich sag euch mal, wo sie sind, hier. Draußen ist einer. Da sind beide, ihr seht sie. Also das heißt, einer ist auf dem Dach. Ist einer gerade disguised von denen? Nee, einer war hinten. Einer ist hinten. Auf dem Dach. Okay, der läuft draußen rum. Der auf dem Dach, der wurde mir auch nicht angezeigt. Der auf dem Dach ist ein Problem. Und hinten die Tür ist ausgehebelt. Ja. Noch sehe ich hier nichts Auffälliges. Eine. Was hat denn? Was hat der Vent? Oh Moment, wenn das der Vent war, weiß ich, wo der ist. Dann weiß ich, wo der ist. Ja, auf dem Dach ist ein Problem, um die Vaults zu öffnen. Ja, der wird mich halt sehen bei dem unteren. Ich geh mal zum oberen Vault. Ja, hier kommt einer rein. Wo ist hier? Unten, hinten.
Ist einer drin hier? Haben die hier schon Geld weggebracht? Ist ja schon nee, ich hab das da hingelegt. Okay. Ich hab das da hingelegt. Die fährt ja runter gerade. Ja, mega, können wir einfach Geld hier raus. Aber im Moment, sehen die das? Haben die das Geld nicht trotzdem auch? Also sehen die das nicht auch? Nee, nee, die sehen das nicht. Die müssen das schon finden. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wohin die wollten, aber ich weiß, wo ein Vent zumindest ist, ich mir kurz angucke. Die ja, sind in nicht. Der Dingens. Hier in dem Vent sind die drin. Die sind unten im Keller. Die haben gerade die einen Tresor ausgeräumt, glaube ich. Soll ich mitkommen? Dann geh mal in deinen Vent. Ich stehe hier vor einem anderen. Ja, ist ja gut. Ab nach oben. Ich mach den Tresor. Ne, ich kann den Tresor gar nicht machen. Ihr sagt okay, Bescheid, haben wir den Vault offen? Ne, ich glaube noch nicht, oder? Ich mach den oberen gerade auf. Warlock kommt. Oberer ist offen. Einer ist an der Station. Wo ist der andere? Warum wird der andere mir nicht angezeigt? Einer war unten. Einer müsste aber langsam mal hochkommen, oder? Wo ist denn die Vault um? Ist die hier durch die Tür oder was? Hinter der Wand, ja. Also warte, da kommt gerade. LOL, wieso hat er mich weggeschossen? Der Weg ist gar nicht weit. Hab Christian wieder. Der rannte. Hab Peter. Warte, das hab ich das aber auch nicht verstanden. Einer ist unten am Feuer, der kommt halt gerade. Oh, der ist mir gefolgt. Ey, wieso sagt ihr nicht, dass der mir in die Vault folgt? Christian ist doch gestorben hinter dir. Ich bin neben dir gestorben, Peter. Genau, ja, aber das heißt ja nicht, dass der mir hinterherläuft. Ja, gut, aber dann also. Das ist ja nicht Quatsch, Peter. Ist das Geld noch da? Ja. Ich glaub schon, oder? Ja, und der Vent hier ist auch noch ganz okay, ja. Ich dachte tatsächlich, dass das der Vent wäre. War sehr verwundert, dass es der nicht ist. Wieso hatten die mich einfach weggeballert? Die sind beide hier oben. Ich habe keine Ahnung, der ist um die Ecke gelaufen, Christian hat dich einfach umgeballert. Einer ist hier in der Lobby. Also den Tresor werden wir nicht kriegen, den haben die jetzt auf dem Schirm. Dann mache ich den unteren auf. Der kommt gerade hoch? Der kommt hoch, ja. Ich werde zum oberen gehen und mich als Paket verteilen. Kommt wieder runter, Christian, kommt runter. Nee, okay. Doch nicht. Geht wieder hoch. Ja, spreng mal unten. Nee, beide sind gerade, jetzt kommt einer runtergesprungen. Feuer. Feuer! Ah, ich weiß aber nicht wo. Ich glaube im Keller, oder? Ja, hier. Na, ist hier bei mir. Nice. Unterer Vault ist offen. Ist auf. Oberer Vault geht gucken. Also der mittlere Vault, der in der Lobby. Oberer geht gucken. Jetzt kannst du vielleicht rein, Sepp. Ich geb Info, wenn er kommt. Ja. Ich hab Geld runtergeworfen, guckst, ne? Zumindest. 36.000. Aber es ist halt nicht viel. Er kommt. Nee, warte, da kommt. Wo der denn? Kommt da. Also er ist oben, da. Er ist oben. Beide ja, oben, aber es kommt keiner. Ich gehe durch den Vent raus. Ja, sag bestimmt, also. Ich bin weg. Okay, gut, dann gehe ich auch weg. Stark. Stark, stark, stark. Ist das auch offen? Er ist auch offen. Toll. Das war auch ich. Peter, Alter. Wieso laufen die denn immer mit Maske rum? Warum läuft man so offensichtlich mit Maske rum? Was bringt die Maske? Joker. Mehr Geld. Da liegt das Geld 36.000. Hab ich mir mitgenommen. Ja. Jetzt raff ich das. Wir haben das Geld aber gesehen, Christian. Ich glaube ich. Weiß aber nicht, wo er gerade hingeht. Ich habe den oben gerade noch gesehen. Jetzt weiß ich nicht, wo er hingegangen ist. Ich bringe die 42 weg. Das war Fake-Geld. Ja, das war Fake-Geld. Okay, 42 weg. Mega. Noch einmal ein Tresor. Also. Wieso haben wir denn 90? Einer ist unten. 36.000 haben die irgendwo versteckt. Wenn ihr das Geld findet, würdet ihr gewinnen. Hier ist alles voll mit Joker-Karten. Aber Peter ist tot. Ist raus aus dem Game. Wo hast du denn das Geld hingeschmissen? Der Dings ist geklaut worden. Der was? Der einer der Tresore, der hier. Komplett geklaut. Das wird hart, die Runde. Ah, hier liegen nochmal 3000. Ist hier irgendwo wieder Feuer. Die haben, glaube ich, gerade, nutzen gerade hier die... Christian?
Christian, das ist wild. Da habe ich Steps gehört. Lol, das geht ja nicht. Dalu, ist das hier unten? Ich dachte, das ist Alter, die hier, Treppe. Jay ist immer hier runtergefahren. Oh, Christian, sie kommen. Da kommt auch einer. Der kommt ja jetzt hoch, glaube ich. Na, scheiße. Ich hab die 36.000. Ja? Ja, die waren wirklich da versteckt. Unten? Ja. Nice. Aber wie komme ich raus? Wo bist denn du da? Ich bin unten jetzt U-Bahn. Ich komm runter. Exit, da links war ein Exit hinter dir. Ja, ja. Aber rechts oder links hoch? Genau, rechts oder links kannst du jetzt am Bahnsteig. Die wissen, dass das Geld weg ist, glaube ich. Lauf. Aber da kommen die dir entgegen. Lauf einfach. Ich bin hinter dir. Nicht getroffen. Ich hab daneben geschmissen. Ja. Nice! Endlich. Ach Gott, ey, das war aber auch eine Geburt. So, Sepp und Dalu. Ich weiß gar nicht, was die spielen. Oh. Oh, da haben sie es geschafft. Ich hab keine Ahnung, wo. Holy shit. Ey. Ich hab dein Geldversteck gefunden, Jay. Wo du das hingemacht hast. Meins. Ah, okay, das war brav. In den leeren Tresor. Ja. Dass dir nochmal in den leeren Tresor geht, wusste ich nicht. Ja, irgendeiner ist immer mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Dann bin ich auch mal mit dem Fahrstuhl runtergefahren, dann hab ich mich wieder umgeguckt. Fies. Gutes Versteck. Schade. Christian weggemacht, ganz am Anfang, als wir den ersten Vault gesprengt hatten? Weil ich ihn erwischt hab? Nee, du bist einfach reingekommen in den Raum, hast jemanden abgeballert. Ja, ich glaube, das war der einzige. Irgendwie, ich hatte auf jeden Fall. Vier andere. Ja, keine Ahnung. Irgendwer hatte irgendwas gemacht, weswegen ich den dann abgeschossen habe. Keine Ahnung mehr, Alter. Okay. Nö, nee, hätte ja sein können, dass, weiß ich nicht, durch die Kamera oder so gesehen hast, wer das ist. Ja, habe ich durch die Kamera gesehen. Schieß die Kamera okay, mal ab. Okay. Also hat er es nicht gesehen. Okay. Aber nice. Ich habe keine Ahnung mehr, wodurch. Ich würde nochmal auf die Managerin gehen. Die gehen hart auf die Walls wieder. Ja, das macht ja auch Sinn. Soll ich dann wieder den Sergeant spielen, um dir Schutz zu geben? Ich denke, das bringt ja was, ne? Können wir machen, also wir zumindest beide nicht, dann auch die Rüstung kannst du selber auch tragen, ne? Ja. Dann lass das doch machen. Ich meine, damit du deine Fähigkeit ist halt wirklich stark, dann unterstütze ich dich da am liebsten. Ach gut. Ja, es gibt, dadurch belegst du halt 3 PCs mit dem Vault. Dann nehme ich lieber den Ninja. Achso, nee, du hast den Ninja. Ja, nee, du hast den. Okay. Aber die Map müsste ja genug PCs haben. Ja, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, weiß ich nicht. Aber gut, das sehen wir. Direkt stressen, ich gehe direkt hier unten. Die haben Vault-Frau wieder. Oh nein. Die mit den roten Haaren. Die mit den blonden macht die Vaults zu, ne? Ja. Ich weiß nicht, was die Managerin macht. Nee, die mit den roten macht. Ich glaube auch, die mit den blauen macht. Dann haben sie die Vaults zu und wieder Rüstung. Und die SWAT-Rüstung. Ja, und wieder mehr aushalten. Oh, die haben schon angefangen zu hacken. Die hacken die Vaults, die kannst du ja dann wieder schließen. Ja. Ist hier gehackt. Hab Peter. Schön. Beim Hacken erwischt. Scheiße. Direkt beim ich wusste nicht, dass man das sieht oder hört. Du standst einfach zu lange an dem Bildschirm wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, im Moment, was hast du denn damit zu tun? Naja, ich hätte dir sagen können, dass sie im Hauptraum ist. Also, achso, und hinter mir steht. Ne, hinter dir stand sie nicht mal. Sie hat dich wirklich einfach nur. Anscheinend dann, der hat diesen Sound gehört und hat gewusst, aber es muss wohl. Okay, wo waren denn noch PCs? Erdgeschoss unten. Ja, aber da kommt im Keller ist auch noch. Im Keller ist auch noch. Was? Wie ist das passiert? Ich habe Glas kaputt gemacht und bin zurück zum Spawn gelaufen, also gegangen. Was ist denn der nächste PC? Kannst du mal gleich kurz legen? Ja. Also die erste Waffe musst du nehmen, genau. Sind beide hier unten in der Lobby, einer geht hoch. Okay, ich komm dann von unten. Ich mach Feuer. Ich geh mal in den Keller gucken, ob ich da noch einen PC hacken kann. Ich meine, die machen die Tür trotzdem wieder zu, aber wenn wir dann nochmal... kommt hinterher, Christian, glaube ich. Nee, doch nicht. Einer kommt hinterher. Sepp, wo sind denn hier unten Computer? Ist ja mies. Ich bin gerade ganz alleine. Ich glaube hier bei den Rechnern. Also hier. Nee, hier ist ein Cache-Register.
haben die Kameras auch kaputt gemacht. Ich gehe die mal kurz fixen. Lol, warum ist hier einer drin? Hier ist nie einer drin, oder? Vor dem Vault unten. Doch. Da war letzte Runde einer die ganze Zeit drin. Hatte ich auch geguckt, dachte auch so, hä? Aber da war einer drin. Also keine Ahnung, da war auf jeden Fall vorhin auch schon einer drin. Okay. Der kam gerade aus dem Aufzug. Das ist ein Böser. Leute, die aus dem Aufzug kommen. Ich bin tot. Alter, das... Moment, hä? Aus dem Aufzug kommt nie... Fährt jemand mit dem Aufzug. Tut mir leid. Ja, ist okay, ja, aber... Ich weiß nicht mal, wo der Aufzug ist, ehrlich gesagt. Ja, gleich vor dir jetzt. Hier gibt's keine Rechner, dann würde mich jetzt aber... Sepp, du hast mir extra gesagt, hier gibt Rechner. Ja, ich dachte, unten wäre ein Rechner, Peter. Was ist da hinter dem Raum, hinter okay, der Tür? Okay, nur noch einer. Wir haben nur noch einen. Einer wurde verhaftet. Okay, dann gehe ich in den Vault. Dann gehe ich hier Bomben legen. Wo ist denn der? Das weiß ich nicht. Dann gehe ich gucken, wo der ist. Ich mache den Vault. Hast du das, Dano, oder? Nee. Ich sehe niemanden in der Bank. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Nein, nicht. Ja, machst du nix. Das wäre meine einzige Erklärung. Ja, versucht das noch zu holen, aber... Also... Ey, da hätte ich auch drauf geschossen. Hätte ich auch safe drauf geschossen. Also, da würde ich mir... Ha! Ich könnte jemanden gebrauchen, der Vault schließt. Ja, glaube ich, ja. Hier im Erdgeschoss in der Lobby ist er. Okay, nice. Gerade beim mittleren Vault läuft jetzt zu den Juwelier-Dingern bei der Feuerwehr. Nee, geht mega wieder rein, hoch zum... Ich mache jetzt alle Vaults auf. Juwelen. Ist das die Vault-Frau, die... Alle Vaults offen. Und ich bringe mal 50k weg. Okay, ich weiß, welchen sie angreifen werden. Den oben, über dir, oder? Den da. Nicht den da. Langweilig. Ist jetzt beim mittleren Vault in der Lobby. Ist in die Toiletten rein. Jetzt sehe ich nicht mehr. Ja, ist unten Erdgeschoss da. Du, 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 du. Ein Paket für den Lieferwagen. Alle Juwelendinger sind oben auf. Da Lujay kann immer noch durch die Kameras gucken, ne? Nur ja, zur Info. Aber der wird da ist der, der ist hier in der Lobby. Können, wer ich war. Der ist hier in der Lobby bei mir. Kommt hoch. Ein bisschen Stress gemacht. Geht hoch zu den Juwelen oben. Soll ich mal draußen Juwelen snackeren? Ich dachte gerade kurz, du bist ein Böser. Bisher kannst du den unteren Vault sprengen. Nee, die sind auf. Stimmt. Die sind alle offen. Das heißt, ich kann übers Dach kann ich einfach da rein. Aber ich weiß nicht, wo der Böser... Hä? Oh Mann, ey! Das wo war der? Juwelen oben. Der beguckt gar nicht die Vaults irgendwie. Ja, hier in dem Vault sind nur 7000 drin. Der mittlere Vault ist echt scheiße. Jetzt machen sie Stress. Jetzt müssen sie eigentlich einen nur haben, der... What the fuck? Du hast ja noch Kameras, ne? Oh, der wollte schon leer. Nee, die sind nice. Alle kaputt. Achso. Achso, du bist im mittleren Vault. Haben gekillt. Der war nice. Im zweiten Vault. Wo ist denn der andere Vault? Keine Erdgeschoss. Oder ist das der mittlere? Nee, das ist der mittlere. Dann hast du einen, von dem du durch den Juwelenraum kommst. Jetzt hinter dir, genau, die Tür. Rechts. Oh, shit, warte mal. Ja, fuck you, ey. Der ist bei uns direkt am Spawn. Alter, wir sind am Krypton. Mann. Wie komm ich denn da rein, der ist Peter? Da rechts. Hör hoch wieder. Ey, durch dir. Die Tür. Willst du mich verarschen? Jetzt links. Was macht? Links. Hey, wo gehst du rum? Ja, da die war Tür. Ich schon, Peter. Den hab ich der schon ist leer. Hinter dir jetzt. Achso. Okay. Oh Gott! Hab ich mich erschrocken. Jetzt sind wir noch oben. Ja. Und raus. Er nimmt aber den Vault, glaube ich. Den Vent. Ja, ich komme gar nicht da so schnell hin. Ich weiß gar nicht, wohin der Vent führt. Weiß ich auch nicht. Da rennt er vor dir. Geil. Ah, scheiße. Reicht dir nicht, sind nur 70. Kann man noch schön. Okay, dann, welcher fehlt denn da noch? Der im Erdgeschoss? Der unten, hier, unter mir. Ach so. Dann jetzt da links. Aber da ist ja, da komme ich nicht rein. Die Tür ist immer zu. Ja, aber Feueralarm geht die auf. Nee, war doch die ganze Zeit Feueralarm. Nee, das dauert ein bisschen. Dann müsste die aufgehen, meine ich.
Bleib mal in der Ecke stehen. Ich kann um die Ecke gucken. Glück nach links. Nee. Alles gut, Sepp. Guck doch mal oben auf die Glocke. Da ist er doch. Hier ist er offen. Ist er offen? Ja, sag doch doch, dass hier offen ist, Mensch. Der Tech hat doch aufgemacht. Ja, ich wusste nicht, dass es hier noch so einen geilen Weg gibt. Guck mal, hier ist doch richtig Kohle. Er ist hier im Hauptraum. Ich stehe genau neben ihm. Und er guckt einfach nur zu, wie sie verlieren. Der ist hinter dieser Geld halt rechts. Wenn ich da jetzt um die Ecke gucken kann. Ich hätte sagen können, ob deiner ist. Ja. Da hinter dir ist Krypto überall, wa? Den Rechnern. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich glaube, die andere hat jetzt. Oh, lol. Pieper. Yeah, jetzt wird's natürlich auf, eng. Der auf dem Schreibtisch auch noch. Ja, der ist hackt. Nee, die auf dem Schreibtisch. Ah! Ja. Ja, da ist. Ich mach mal noch einen neuen Crypto-Miner dran. Aber du musst auch weg. Ich will jetzt mit dem Geld gewinnen! Ja, komm. Ist der jetzt hinter dir? Ja, als Businessmann einfach raus. Tschüss. Ja, ich will mit den 28 gewinnen, nicht mit deinen komischen Peanuts da. Das ist die Zukunft, Peanuts. War da noch einer? Ja, der auf dem Schreibtisch, hinter der. Boah! Gerade noch so abgewehrt. Ah, scheiße. Ah, schade. Ich stehe schon am Auto, ich fahr direkt los. Tschüssi! Was ein Quatsch, ey. Das war doof. Da kam man aus dem Aufzug raus und dann dachte ich, das wäre einer von euch gewesen, aber da ist wohl nur ein NPC reingelaufen, wieder rausgelaufen. Hallo! Lol. Können NPCs die Aufzüge fahren? Nee. Ja, wenn du die aufmachst und die dann quasi da reinlaufen, dann sind die halt da drin. Ich habe vorhin auch einen NPC vor mir in den Aufzug reingeschoben und dann das ist ja richtig reingelegt. Ja. Geht auch. Junge. So, last but not least. Achso, Dalu möchte den Geek nehmen, finde ich gut. Ja, ich wollte ihn mal testen, ja. Der ist cool. Also unten gibt's Bankautomaten. Ich probier's nochmal mit dem Tag, komm, oben let's go. Gibt's Bankautomaten. Skydiving ist ja mega doof. Nochmal dasselbe. Ja, diesmal lasse ich mich aber nicht von einem NPC aus dem Aufzug töten, das wusste ich nur halt nicht. Ey, ich hätte auch drauf geschossen, wie gesagt. Extra Supplies, Bonk Buggy, Trampolin. Immer den Ninja, das wäre. Achso, und bei dem Micro hättest du die Shark Mask spielen müssen. Ich weiß nicht, ob das ausgewählt ist. Die habe ich. Okay, ja, hab ich. Komm, ich nehme mal den Heavy. Rescue Signal. Wie schmeiß ich die denn nochmal? Geh jetzt mal nach unten. Unser schöner Standardweg in den Vault. Durch den, Durch den Gang. Durch die U-Bahn? Den kennt einer, ne? Da kommt auch jemand und holt sich den Raketenwerfer da. Ich mach direkt Kameras kaputt. Einer ist Main Lobby. Und direkt nach unten den Raketenwerfer holen. Holt ihr den immer. Ja, dann haben die den nicht auch, ne? Ja, das ist eigentlich der einzige Grund. Ich brauch den gar nicht zum Schießen, weil damit schiffst du ja im Zweifel irgendwelche Leute. Kameras kaputt. Guckt sich schon mal die. Also, der andere ist unten. Das ist die Frau, die Vaults zumachen kann. Main Lobby ist hier. Die oben. Ist genau in den Gang gelaufen, wo man den Raketenwerfer holt. Ist hier unten. Main Lobby hier. Geht zu den Juwelen. Ist in der Lobby. Geht zum Klo. Ah, was hab ich denn? Ah, hast du dumm geguckt, ne? Oh, wow. Tür ging auf. Warst nicht du, ne? Ne. Komm jetzt erst nach oben. Das war ich mit der Tür. Okay, Dalu kann die Bankautomaten machen. Nice. Dann mache ich die nicht. Die sneaken richtig hier rum, ey. Naja. Könnte jetzt wieder in die Bank gekommen sein. Ich sehe hier erstmal in der Lobby nix. Einer ist Erdgeschoss bei dem Business-Bereich. In der Lobby jemand. Veseline in der 8000. Die habe ich da vom NTM. Dann habe ich gehackt schon. Wollte da sammeln, weißt du? So eine fiese Ecke. Oh, die hacken. Die hacken. Einer hat hier das Ding aufgemacht. Ja, die haben den Raketenwerfer direkt hier weggenommen. Ja, ich kann sonst mit dem Raketenwerfer runterkommen. Ich habe einen. Und dann mache ich den auf, Christian. Ja. Dann tauschen wir. Geh du doch sonst über den Vent in den anderen gerade. Christian. Was denn? Geh du doch über den Vent in den anderen Vault. Willst du das mitnehmen, das Geld, Christian? Hier, dann nimm das auch noch. Ja, gib mal her. Danke. Christian kann auch unendlich rennen. Das ist auch ich kann unendlich rennen.
Soll ich unten ein Feuer machen, dass die runterkommen, damit du ein bisschen Zeit hast? So. Nein! Ich mach jetzt gerade hier den Feuer. Einer ist Erdgeschoss, Business Area, rennt jetzt weg, weil er was gehört hat. Ja, ja, der hat den Raketenwerfer gehört. Die dürften jetzt runterkommen, Sepp. Einer kommt hier vorne, die kommen beide runter von unserem Spawn. Okay, schlecht. Die sind beide an unserem Spawn. Ne, einer kommt jetzt runtergesprungen, der andere ist wieder in die Lobby. Hat oben? Das war unten. Ich glaube, das ist unten hier in dem... Ja, wir greifen unten. Ich gehe nach unten in den Keller. Versuch den Keller mal anzugreifen. Die sind in dem Vault. Im Keller. Okay, ich muss hier leider... Ich komme nicht mehr raus dann. Könnt ihr mir Deckung geben von hinten? Lalo, du bist doch was oder? Einer ist wieder Lobby unten bei denen. Lalu, der ist hier ganz in der Nähe bei dir. Ja, 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 ich lenke ein bisschen ab. Ja, er hat mich halt im Tresor gefunden. Alle Vaults offen. Ja, und wieder zu. Die machen direkt wieder zu. Ja, nee, der braucht ja auch erstmal. Der hat jetzt zu tun. Das könnten wir nutzen für irgendwas. Ab Sepp. Oh. Hallo. Du wolltest wieder zu? Ja, mach. Ein zu. Einer ist hier in der Lobby, ist oben bei den Juwelen. Einer ist wieder unten in den Vault rein. Oben im Vault ist einer. Der ist offen, der Vault oben. Noch ein Vault zu? Nee, den macht er gerade zu. Hä? Okay. Ich? Ich nochmal. Vault sind wieder zu. Nice. Bist du im Vent, Christian, oder wo bist du? Nö, ich mach grad ATMs. Also, ich krieg nicht mehr Geld aus ATMs? Ich wollte gerade sagen, ich würde das immer da machen. Also, ich hab jetzt drei ATMs. Wo sind noch welche? Dann kann ich da hin. Vor dem Juwelier, vor dem oberen Juwelier. Ja, also ich gehe oben. Ich geh oben in den Tresor ATM einfach rein. Jetzt, wo der zu ist, kann ich ja rein, ne? Ist denn hier oben jemand, Peter? Ich sehe gerade keinen, aber hier war gerade noch irgendwo einer. Ich kann in 5 Sekunden kann ich wieder einen aufdecken. Ja, gerne. Ich also würde ich jetzt unten, kann mir einer Deckung geben? Unten? Wie? Okay, wo muss ich genau hin? Unten im Underground. Ja, okay, ich bin gerade in der Business Area. Es ist schwierig für mich, in den Underground zu gehen gerade. Die Frage ist jetzt halt, gehe ich jetzt in den Vault rein und verteidige den oder was soll ich da machen? Die, haben halt, die können ja sonst unten halt wieder rein, ne? Aber kommen die aus dem. Aber haben die den. Okay, nee, oh fuck. Gut. Ich versuche einfach zu überleben. Okay, ich werde nicht überleben. Ich bin tot. Ich hatte das Geld nicht. Ja, die haben doch den gesprengt. Das heißt, die räumen den von unten aus und gehen dann halt... Lol. Ich hab einfach komplett dreist an mir vorbeigelaufen mit Money. Einer ist die ganze Zeit da unten. Da liegt 42.000, also da liegt doch überhaupt Geld. Ich hab auch nochmal 29.000 zum Stibitz. Ja, warte mal, das ist doch hier ein Fall für Mr. Drohne, oder nicht? Ja, Mr. Drohne. Ich abgegeben. Finde ich gut, Peter. Boah, Alter, ich hab 53.000 in ADMs gezogen. Also mit nice. Das. Ja, ATM ist stark, aber das... Oh, oh. Ist halt auch auffällig. Wait, hast du jetzt echt... Echt? Jetzt hat er nicht gesehen, dass die Kiste sich bewegt hat? Okay. Einer ist unten in der Lobby. Oh, Alter, ey. Dieser Keller ist halt echt ätzend, wenn du zu zweit bist. Fenster werden kaputt gemacht? Ja. Sepp, sag mal genau, wo das Geld liegt, bitte. An der anderen Seite unten... an der Treppe. Kurz vor der, also kurz hinter der Treppe, wenn du runtergehst. Moment, was heißt an der anderen Seite? An der anderen Seite von da, wo ich stehe? Wo die Polizisten starten an der Seite, wo du runtergehst. Ja. Okay, der oder der ist es. Einer ist hier oben. Bei Dalu fast. Bei den Juwelier. Genau, bei mir eigentlich. Oh, da ist die, da ist... Wir haben 65.000 schon, Alter. Holy shit. Ja. Dann müsste es eigentlich der sein. Oh, der wird das bekämpfen, oder? Ja, glaube ich auch. Oh, ich glaube, der hat einen ganz dicken Sass auf mich ja, jetzt. Ja, der kommt, Peter. Der kommt jetzt. Die kommen beide. Oh nein. Ich schieß einfach mal auf dich. Und es war Peter, ich wusste es. Aber das Geld ist weg. Und Ram wurde wieder eingesackt. Wie er Stress hat. Ja, der hat ich bin die ganze Zeit als Kiste hier rumgelaufen und er hat sich wohl gedacht, Kisten können laufen. Ich weiß nicht, wo das Geld ist. Also, okay, da habe ich
Da habe ich gegambelt. Ja, habe ich auch gegambelt, aber ich habe verloren, weil der andere, der ist da unten gelaufen. Die haben gerade oben nämlich die Juwelier-Dinger kaputt gemacht. Ach, scheiße. Ja, hier ist auch das Geld jetzt weg. Fuck. Ne, da ist das Geld jetzt. Wo ist das? Oh, warte, warte. Seht ihr den? Oh, er hat's gesehen, glaube ich. Er hat's gesehen. Soll ich abgeben oder wollt ihr noch ärgern? Na, warte, lass mich noch. Ich nehm's jetzt noch mal. Komm, das kriegen wir wohl noch weg. Warte noch, warte. Was? 80k haben sie schon. Ja, haben gewonnen. Ah, hab da gewonnen. Dann müsst ihr auch nicht mehr weiterspielen. Wieso? Nicht weiterspielen. Ihr hattet hier eh schon 80k. Achso, okay. Alter, ja, dann habe ich das abgestorben. Hab ich gerade auf den Kopf geschossen. Hey Chris, da bist du mir vorbeigelaufen zweimal oder dreimal. Du warst das. Der oben bei den Juwelieren die ganze Zeit die Gläser kaputt gemacht hat und das Feuer gelegt hat. Ja, das ist richtig. War ein bisschen witzig, weil ich dachte mir so, scheiße, der sieht auf jeden Fall, dass ich jetzt als Kiste hier rumlaufe und das Glas zerbreche. Aber war nicht so. Das habe ich nicht gesehen, ne. Wow, krass. Aber schön. Bram, hast du auf einen geschossen, als du eingebuchtet wurdest? Ja, oben auf den, der, wo ich dachte, da, wo Christian dann die Kiste war, die das Glas kaputt gemacht hat. Ah. Ich dachte, cool, der Dude, der davor steht, ist das. Ach so, okay, aber du hast nicht auf tatsächlich Christian geschossen und da ist einer vorgelaufen, sondern das war tatsächlich ein Falscheinschätzung. Ja, genau, weil da steht halt, also da geht halt Glas kaputt und da steht ein NPC genau vor diesem Ding. Und dann dachte ich mir so. Mega. Okay, dann ist der das ja. Ich habe auf die Kiste, die dann wohl im Bild war, nicht geachtet. Ja, mega witzig. Okay, das war aber wieder Perfect Heist 2. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.